willkommen zu einem neuen Vlog. Es ist gerade Donnerstagnachmittag. Wie man hier im Hintergrund unschwer erkennen kann, bin ich gerade ein bisschen am Schneiden. Der letzte Vlog, beziehungsweise auch der, den ich hier gerade schneide, war ja erst so ein bisschen weniger cinematisch. Einfach nur mit ein paar mehr Infos, auch ein bisschen weniger Cinematics an sich. Dieser Vlog hier wird mal wieder ein Cinematic-Vlog. Das heißt einfach, ich konzentriere mich ein bisschen mehr darauf, ein bisschen bessere und vor allem auch mehr Cinematics reinzumachen und eben weniger zu reden, beziehungsweise weniger Infos zu geben. Ich wechsle mich da einfach immer ein bisschen ab, wie ich gerade Lust drauf habe. Und in dieser Woche wird es eben wieder ein Cinematic-Vlog. In circa einer Stunde kommt dann noch ein Freund von mir hier vorbei. Wir gehen vielleicht auch ein bisschen raus, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Für einen Vlog wäre es natürlich gut, aber ich weiß natürlich nicht, wie er das Ganze sieht. Aber davor werde ich jetzt erstmal noch kurz mein Zimmer aufräumen, denn es sieht aktuell irgendwie nicht so mega nice aus. Aktuell geht es noch halbwegs, aber es kommt da gleich safe so ein richtiger Platzregen. Auf jeden Fall bester Schutz hier, besser als gar nichts, aber so lange wird dieser Schutz hier auch nicht halten. Ne? Wäre also überhaupt nicht scheiße, wenn wir so komplett nass werden. Nein, überhaupt nicht. Felix ist mittlerweile schon wieder weg. Ich bin hier gerade noch mit seinem YouTube schauen. Mittlerweile ist es auch schon ein bisschen später. Ich habe vorher mein Video hochgeladen und ich habe mir jetzt gerade ein paar Kommentare durchgelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mich überrascht das Ganze ein bisschen. Ich habe nämlich einen Kommentar bekommen und da schreibt jemand, dass er mich eben hier in Ulm bei diesem Einkaufscenter gesehen hat und anscheinend auch angesprochen hat. Und ja, das stimmt auch. Problem ist bloß, dass ich es in dem Moment überhaupt nicht gemerkt habe, was ich jetzt natürlich im Nachhinein richtig blöd finde. Ich war halt mit meiner Schwester und meinem Dad dort und das Problem war halt, dass wir schon ein bisschen weiter waren. Ich habe dann irgendwie auch gehört, dass mich jemand gefragt hat, ob ich YouTuber bin. Ich meinte dann nur so ja, beziehungsweise habe halt dann genickt. Und ich dachte auch irgendwie, Timon gehört zu haben. Aber irgendwie dachte ich mir dann halt in dem Moment auch, wieso sollte jemand meinen Namen rufen? Ich meine, so direkt wurde ich halt einfach noch nie irgendwo erkannt oder so. Ich meine, dass jemand mal fragt, ob man YouTuber ist, wenn man halt eine Kamera dabei hat. Ich meine, das ist klar, das ist eigentlich relativ oft so. Aber dass dich halt einfach so jemand direkt anspricht, deinen Kanal kennt und einfach deine Videos schaut, das finde ich halt echt mega, mega nice. Beziehungsweise irgendwie auch mega krass so, weil ich meine, du bist einfach irgendwo in Ulm bei einem Event und plötzlich spricht dich da irgendwer an. Sorry nochmal an dich, dass ich das da in dem Moment nicht wirklich gecheckt habe. Ich habe es halt auch nur noch so ein bisschen gehört und wusste gar nicht genau, ob ich überhaupt richtig gehört hatte. Video ist jetzt auch schon ein paar Stunden draußen und von den Bewertungen her scheint es euch auch eigentlich ganz gut gefallen zu haben. Freut mich natürlich und natürlich hoffe ich auch, dass dieser Vlog hier genauso gut ankommt. Nachdem das Wetter ja gestern schon nicht so wirklich perfekt war, ist es heute nochmal ein bisschen schlechter. Ich hoffe wirklich, dass es sich bis morgen noch ein bisschen verbessert. Morgen ist nämlich mal wieder Samstag und das bedeutet, ich muss Zeitung austragen. Und ich finde es halt wirklich echt blöd, wenn es da schütten würde und irgendwie 5 Grad haben würde. Aktuell sieht es aber irgendwie nie überhaupt nicht so aus, als würde es in der näheren Zukunft irgendwie besser werden. Ist jetzt halt doch so langsam mal Herbst und das merkt man halt auch am Wetter. Regnen tut es da draußen aktuell nicht. Es ist aber doch relativ kalt. Ich glaube, wir haben gerade irgendwie 7 Grad oder so. Gestern war es zwar auch nicht viel wärmer, aber es hatte ja halbwegs gutes Wetter. Die Sonne hat ein bisschen geschienen, das heißt, es war eigentlich doch recht chillig zum Austragen. Jetzt ist es schon Sonntag. Ich denke, ich werde diesen Vlog hier jetzt beenden. Ich denke mal, ich werde nächste Woche nicht ganz so aktiv sein. Ich denke, das nächste Video wird entweder Sonntag oder am Donnerstag noch eine Woche später kommen. Wir schreiben recht viele Tests und ich bin deswegen relativ beschäftigt mit Lernen und muss halt wirklich schauen, wie ich das da hinkriege mit dem Film und mit dem Schneiden. Wie dem auch sei, hoffe ich natürlich, der Vlog hat euch gefallen. Schreibt gerne Verbesserungsvorschläge bzw. Tipps in die Kommentare. Würde mich echt mega freuen. Das war es aber auch schon gewesen. Euch wünsche ich jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.